Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniruelP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir mit Curry Good Neighborhood betreten, um sie irgendwie zu einem Menschen zu machen. Und ja, ich habe außerhalb hier, weiß ich nicht, 24 Stunden lang auf der Bank gesessen. Und ja, dann, ich habe noch nicht mal gesehen, irgendwie, wie ich die Quest bekommen habe oder so, oder den Marker hier, ich weiß nicht. Bin kurz aus dem Raum gegangen, habe irgendwas anderes gemacht und wie dem auch sei, anscheinend scheint es hier weiterzugehen und Du ja. willst also ein Robotergehirn auf G519 übertragen. Du weißt, dass sie eine Synth ist. Wir sollen sie beschützen. Glory, sie wollte neue Erinnerungen. Sie wusste, dass ihre Persönlichkeit gelöscht würde. Dies sind nur andere Sind sie aber Erinnerungen. jetzt so besser? Vielleicht besser. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich sie tatsächlich loslassen. Warte, das machen wir jetzt doch ein bisschen besser. Hallo. Glory. Du willst also ein Robotergehirn auf G519 übertragen. Du weißt, dass sie eine Synth ist. Glory. Sie wollte neu. Dies sind nur andere. Ich weiß nicht. Ihr Opfer wäre das Geschenk des Lebens für jemand anderen. Ich glaube, das würde ihr gefallen. Na gut, dann mach es. Schnell, bevor ich noch meine Meinung ändere. Curry, es geht los. Ich finde Curry ist aber irgendwie Ändere alle besser. nicht lebenswichtigen Prozesse. Bestätige. Gut, Verbindung steht. Ich habe Zugriff auf die Erinnerungen deiner Freundin. G5 ist schon vorbereitet. Es sollte also nicht lange dauern. Ja, da. Oh. Meine Brust. Was ist los? Atme einfach nur. Das ist eine autonome Funktion. Lass deinen Körper tun, was er tun muss. Ich fühle mich so seltsam. Hör zu. Kannst du mich hören? Wie heißt du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder kurz Curie. Keine Ahnung, ob es Curry ist. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Mach dir keine Sorgen. Ich fühle mich schon besser. Gut. Sehr gut. Prüfen wir jetzt ein paar kognitive Funktionen. Wie viel ist 1 plus 2? 3. Wenn ich einen Baseball auf deinen Kopf werfen würde, was würdest du tun? Mich bewegen? Denk an etwas, woran du dich gut erinnern kannst. Was dir als erstes in den Sinn kommt. Erzähl mir davon. Dr. Burrow war sehr alt. Er war der letzte lebende Wissenschaftler in meinem Abschnitt von Volt 81. Er lag auf dem Bett, sehr schwach. Er sagte, Curie, du musst. Dann starb er, bevor er den Satz beenden konnte. Oh, ich fühle mich so seltsam. Was ist das? Mein Gott. Möglicherweise fühlst du Trauer um einen Freund. Diese Einheit hat keine Freunde, aber Oh mir Gott. schnürt sich alles zusammen, wenn ich an den armen Dr. Burrow denke. Die Operation war wohl erfolgreich, aber ich glaube, deine neue Freundin muss sich erst noch einmühen. Sie braucht in der Übergangszeit sicher deine Hilfe. Danke, Doktor, für diese Gelegenheit. Okay. Curry ist jetzt ein Mensch. Hör Sind zu, schräg schräg. G519 hat einiges durchgemacht. Aber sie war gut. Solide. Ich hoffe, ein wenig Zweimal von ihr ist Erfahrungspunkt noch warum? immer da. Und falls nicht, sorg dafür, dass es das wert war. Tja, jetzt ist es gelaufen. Ja, G5 zu verlieren war schwer. Aber ich glaube, sie hätte gewollt, dass ihr Tod sinnvoll ist. Wir sehen uns im Hauptquartier. Ja. Aufgepasst. Was willst du? Hey. Denke dran, atmen. Ich glaube, wenn ich das vergesse, ist es aus mit Curie. Und plötzlich diese aufregenden Sachen. Gibt es da ein neues Element? Was, wenn ich einen Arm verliere? Den kann man nicht mehr einfach reparieren. Ja. Keine Angst. Ich passe auf dich auf. Dadurch fühle ich mich besser. Ruhig. Es
Es geht schon. Ich kriege es hin. Hoffentlich schnell. Hab Geduld mit mir. Meine Forschung wird mit dieser wunderbaren neuen Hardware bestimmt aufblühen. Okay. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Kann ich dir einfach irgendwie behilflich sein? Okay, warte. Mehr gibt es nicht. Wie du wünschst. Aber hey. Das wären jetzt ja nix. Hast du etwas von mir? Bitte zeig mir so viele eimische Lebensformen wie möglich, damit ich sie scannen kann. Das dient natürlich ausschließlich der Wissenschaft. Ja, habe ich das letzte Mal schon hier weggenommen? Guck mal, wenn ich das wegnehme, gilt das noch als gestohlen am Ende. Schade, so einen weißen Roboter fand ich eigentlich gut. Egal. Na gut, was jetzt? Was haben wir denn noch hier? Hier zum toten Briefkasten, aber auch schon ewig, ne? Machen wir das. Das ist eine Railroad-Mission, wenn ich mich nicht irre. Den haben wir auch schon ewig nichts mehr gemacht. Erstmal wieder einkleiden. Ich habe geplant, meinen ganzen Verbündeten irgendwann die Sachen zu geben, die ich hier alle trage. Nur halt, wenn sie, weiß ich nicht, wenn ich sie nicht mehr brauche. Also Champion-Klamotten, Zerstörer, Vernichter und was weiß ich, was der da gibt. Diese ganzen Sets gebe ich dann meinen ganzen Verbündeten irgendwann, wenn ich die alle nicht mehr brauche, wenn ich schon viel bessere Sachen habe. Hotel Rexford. So, ich habe anscheinend... Gehen wir erstmal hier rein. Ich habe anscheinend irgendjemanden gerettet. Müsst ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ich habe schon so viele Leute gerettet und getötet. Da komme ich manchmal etwas durcheinander. Fred, willst du weiter den ganzen Tag in der Lobby rumhängen oder hast du noch vor, runterzugehen und was zu arbeiten? Für die Kunden da zu sein, ist Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Camps zu kochen, Claire. Es geht auch nicht nur darum, die Camps auszuprobieren. Lass die Finger von dem Zeug und konzentrier dich. Was? Wo bleibt der Spaß am Kochen, wenn man nicht selber was konsumiert? Oh, entschuldige, mein Fehler. Ah, super, jemand Neues. Du brauchst bestimmt Jet, oder? Selbstgemacht. Und zu fairen Preisen. Ich brauche im Moment nichts. In Ordnung. In Ordnung. Und unzufrieden. Bevor du anfängst, kommen wir gleich zum Punkt. Wir haben freie Zimmer. Naja, ein Zimmer. Bezahlt wird im Voraus. Kannst du mir mehr über das Hotel erzählen? Warum haben sie bloß immer Fragen? Das Hotel Rexford war früher mal ein großartiges Etablissement. Wir hatten sogar Gäste, die nicht den ganzen Boden vollgekotzt haben. Aber jetzt kommen nur noch Gestalten, die ihren Kater kurieren oder Camps schlucken wollen. Also, willst du immer noch ein Zimmer? Nein. Kein Interesse. Dann bist du hier falsch. Sehr nette. Hey, Leute. Hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Scheint genau der richtige Ort für mich zu sein. Geht manchmal etwas wild zu, aber ist immer noch besser, als sich hinter den Mauern von Diamond City zu verkriechen. Das ist mal sicher. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen, halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich bin meistens hier oder im Third Rail und trinke diese Plörre, die Charlie verkauft. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Ich könnte Arbeit brauchen. Aber es kommt drauf an, was es ist. Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. So mies schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford reparierte. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Ich bin dabei. Super.
Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe, dem Shankar Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst. Das klingt weit. Ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Ja, was hast du jetzt verkauft? Rufus, wie geht's denn so? Hast du diese Braumaschine schon gefunden? Oder? Ich schau mir das Angebot mal an. Ich zeig dir was... In Ordnung? Mhm. Lass mal Werfer. Flammenwerferlauf? Was? Können wir hier ein Stück Holz hier verkaufen? Okay. Ich verkaufe diesen diesen Ast, den ich draußen gefunden habe. Ich frage mich, ob Currywurst ausmachen würde, wenn ich moralisch fragwürdige Sachen machen würde. Red Allen's Passwort. Okay. Oh, hat mich jetzt erschreckt. Oh, du bist es. Schön, dich wiederzusehen. Meine Güte, ihr beiden. Okay, dann machen wir die Minuteman Railroad Aufgabe. Die schon seit ewigen Jahrhunderten offen steht. Vergessen wir erstmal die Mission. Oh, das ist eine. Okay. Finde die Baumaschine. Finde den toten Briefkasten. Okay. Gehen wir mal von da aus dahin. Reden wir mal mit den einen Typen hier. Der sich vielleicht der Bruderschaft wieder anschließen kann. Der Typ, der da im Bunker noch ist. Kann man, glaube ich, versuchen, irgendwie zu überreden. Machen wir das mal, ne? Ich müsste ja jetzt den überreden können, eigentlich. Boah, ich muss hier echt... What's up? So, ich tu mal hier meine Klamotten anziehen. Brauchst du was? Was ist ein geiler Anzug? Die Bruderschaft braucht dich, Paladin. Es wird Zeit, sich zurückzumelden. Ich kann nicht. Es ist zu lange her. Ich wäre nicht mehr von Nutzen. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich schaff das. Ich versteck mich und kämpfe gegen jeden und alles. Niemand kennt das Commonwealth besser als du. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin schon zu lang hier. Ich bin nicht mehr ich selbst. Würde man mich noch aufnehmen? Oh, das gibt's doch nicht. Mach's gut. Meine Güte, hab ich den 3-4 Mal hier überreden, oder wie? Na, dann gammel doch hier rum erstmal. Ja gut, dann gehen wir mal hier hin. Ich glaube doch richtig, ne? Ja, gut. Dann. Toter Briefkasten. Wie lange haben wir die Mission schon? Sind seit Ewigkeiten. Was ist da? Huh?
Dafür ist diese Waffe zu klein. Ich habe den Partymacher dabei. Partystarter meine ich. Ich habe den verbessert. Hat mich getroffen. Ja, ich bin glaube ich nicht. Oh Mann. Echt? Was ist hier so ein Bam und einfach so um eine Ecke? Natürlich. Oh mein, mir geht die Munition hier aus. Das ist aber nicht schwer. Ha. Und wieso mit so einem kleinen Schwertchen um die Ecke? Boah, wer kann denn damit rechnen? Also einfach so random läuft hier so ein Bam drum, Mann. Du bist ja nicht auf mich losgegangen. Alter. Okay. Da haben wir noch einen Teich oder irgendwie sowas. Lake Quanapowit. Okay. Ja, das ist Schwimmen. Da ist so eine Hütte. Lass mal da hingehen. Platz furchtbar, ne? Oh, ne. Es wird gleich zum Kampf kommen. Will nicht gegen euch kämpfen. Wir werden beschossen. Gegner unbekannt. Ist wahrscheinlich voll die Imba, ne? Nee, du bist nur eine normale. Mir wäre es lieber, wenn es deutlich weniger davon gäbe. Hattest du nicht gerade eine Dings? Du hast doch gerade eine Waffe in der Hand. Willst du etwas von mir? Wo ist deine Waffe hin verschwunden? Sag mal. Ja, schon mal der erste Nachteil. Dass er jetzt ein Mensch ist. Ja, die Waffe fallen lassen. So einfach nicht. Was zum? Oh. Oh, die trollt mich hier. Meine Güte. Erst keine Waffe und dann hat sie auf einmal eine. Zieht sie so aus dem Hintern aus, einfach. Boah. Gibt's doch nicht. Whoop. Was haben wir denn hier?
Yippie. Oh, da drin muss aber was sein. Oh Mann. Ich hab die Waffe auch noch, ne? Warum geht sie denn jetzt schon wieder mit ihrer Dings auf die los? Alter. Holt mit der Waffe raus, Mann. Alter, was ist denn mit der? Warum sind die Gefährten im Spiel einfach nur so fail? Aktiviere sekundäre Verteidigungssysteme. Gehe zum Nahkampf über. Also sie schlägt einfach auf die los, ne? Und die gehen trotzdem auf mich los. Der Ausdruck ist Juhu, richtig? Ja, Juhu. Oder Jatta. Jatta! Ah, ich dachte erst, ob wir eine Werkbank. Also, boah, jedes Mal, wenn ich irgendwo ein neues Schloss anfange. Das wär's. So, nehmen wir wieder Müll mit. Zum Teufel. Nimmst du jetzt das Ding oder nicht? Wasser, Qualitätsstatus, verstrahlt. Das habe ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Ah, okay. War es ja aber noch nicht, ne? Ich war nur eine Sekunde unter Wasser, meine Güte. Ja, der ja, so kacke, dass man unter Wasser so wenig sehen kann. Boah, was? Was? Ja, genau. Oh, hallo. Warum hat er nicht geschossen? Schießt jetzt mit ihren Dingen, ey. Alter, geh doch mal weg. Ich will mich hier voll verstörend die ganze Zeit folgen. Was ist der Kopf? Boah, wie 57. Die Strahlung an die Viecher, meine Güte. Geht die Munition hier aus, merke ich gerade. Boah, ich habe, boah, wie viel 10 mm Pistolen Munition ich habe. Oh.
Bis dahin schafft man halt ja wohl noch, ne? General Atomics, Galeria. Und jetzt der tote Briefkasten. Ist da kein Holoband oder so, hatte ich irgendwie. Doch. Augusta ist immer noch ohne Meldung. Koordinaten anbei. Äußerste Vorsicht ist angeraten. Cool. Muss ich also aus wie so ein Ding. Der General Atomics Galerie. Sie müssen der neue Aufseher sein. Bitte was? Du wartest auf deinen Aufseher? So sieht es leider aus. Wenn Sie den Faulpelz treffen, sagen Sie ihm, dass seine Schicht vor 210 Jahren begonnen hat. 210. Er muss sich im Büro des Direktors in der Statue melden, um eine Zuweisung zu erhalten. Die Galeria ist bedauerlicherweise für Besucher geschlossen. Aber wenn Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen gerne. Warum hast du zu... Wer ist der Direktor? Das patentierte Direktor-Management-System oder DMS von General Atomics koordiniert die Aktionen der Roboter hier in der Galeria. Der Direktor ermöglicht einen autonomen Betrieb der Galeria ohne menschliches Eingreifen. Das ist alles. Nun gut, einen schönen Tag noch. Ja, du auch. Willkommen bei Handy Eats. Sie zu bedienen liegt uns im Code. Tisch für zwei. Skelette? Ich schau mich nur um. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Ihre Bestellung wird gleich aufgenommen. Möchten Sie einen Tisch? Sicher. Hier entlang, bitte. Okay, Cory, setz dich. Schon besser. Vor. Wie möchten Sie es denn heute? Gegrillt, gewürfelt, zerstampft? Kein Hunger. Was? Warte, was? Happy Eats. Sie zu bedienen liegt uns im Code. Oh. Das ist für dich. Ich bin noch unter. Hast du etwas Interessantes entdeckt? Ja, okay. Kein Wunder, dass hier nichts geklaut worden konnte. Also irgendwie eine Anspielung an... Wo war das nochmal? Twilight Zone? Ich habe so viele Daten über die Welt. To Serve Man? Ich sag bestimmt im Englischen. Sie zu bedienen. To Serve You ist in our code. Ja. Ich sehe schon. Zu bedienen. Sie bei Handy E zu bedienen liegt uns im Code. Das Essen bei Handy. Vor allem, wie mein Charakter direkt gesagt hat, warte, was? Jetzt sag mir aber nicht böse, ne? Okay. Ich würde sagen, diesen Ort hier
tun wir in der nächsten Folge mal erkunden. Ich weiß, wir können Dingens hier machen für die Railroad eine Aufgabe, aber es ist halt immer so verlockend. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.